Willkommen zurück und weiter geht's mit unserem Digimon Try Special. Heute zeichnen wir Palmon, die Begleiterin vom Digiritter Mimi. Wir fangen mit einem Oval an, unter dem wir einen etwas kleineren Kreis zeichnen. Darunter zeichnen wir ein kleines Quadrat mit derselben Länge des Kreises. Die Länge der beiden unteren Formen zusammen ergeben ungefähr die Länge des Ovals. Mit ein paar simplen Linien skizzieren wir die Hände vor. Jetzt zeichnen wir die Pflanze, die Palmon auf dem Kopf trägt. Zeichnet dafür drei Blätter. Die Pflanzen fangen etwas über den Kopf an und sind so lang, dass sie bis zur Mitte des Ovals ragen. Aus der oberen Mitte erblüht noch ein Pflanzenstängel und wird von ein paar spitzen kleinen Blüten umkreist. Mit ein paar Hilfslinien erleichtern wir uns das Zeichnen von Augen und Mund. Jetzt fügen wir noch kleine Details hinzu, wie die markanten Muster an den Händen und die Wurzeln oder Zehen der Füße. Und schon können wir das Ganze mit den Copic Multilinern nachfahren. Letzte Zeit erreichen mich sehr viele Kommentare zum Thema Kingdom Zodiac und Naruto. Es wird wohl daraus hinauslaufen, dass ich ein kleines Naruto Special mache. Wie sieht's aus? Welche Charaktere würdet ihr am liebsten sehen wollen? Kingdom Zodiac liegt schon sehr lange auf Eis. Für alle, die das nicht wussten, das ist der Manga, den ich vor langer Zeit mal gemacht habe. Aber würdet ihr euch über eine komplette Überarbeitung freuen? Oder sagt ihr lieber, nee, macht doch noch was Neues? Schreibt mir eure Meinung doch mal in die Kommentare. So, dann vollenden wir die Zeichnung, indem wir Palmon Farbe geben, und zwar mit den Copic Chow Marker. Seit einer gewissen Zeit blende ich die verwendeten Farben vorne ein, damit ihr die richtigen auswählen oder nachkaufen könnt. Naja. Das war's auch schon. Ich hoffe, das Tutorial hat euch dabei geholfen, Palmon zeichnen zu können. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Eure Comicwelt.